So, Freunde, bevor es mit dem Podcast losgeht, habe ich kurz noch gute Nachrichten für euch, denn es gibt mal wieder was umsonst und zwar einen Gannikus Bizeps Blaster. Der Ablauf ist wie folgt: Ihr füllt euren Warenkorb bis zum Mindestbestellwert von 70 Euro, legt dann den Bizeps Blaster mit dazu und verwendet an der Kasse den Gutscheincode Blaster09. Die Aktion läuft bis einschließlich 26.09.2021, sprich, so lange gibt es den Bizeps Blaster, der eigentlich 30 Euro kostet, gratis mit dazu. Also nochmal kurz: Für mindestens 70 Euro einkaufen, Bizeps Blaster mit in den Warenkorb legen und dann den Rabattcode Blaster09 aktivieren. Wir blenden den Code hier nochmal ein. So viel zur Gratisaktion und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Julian Jacobi. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Gannikus Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gannikus. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus Podcasts. Wir machen heute einen Ausflug in die Kampfkunst bzw. in die Kampfsportwelt und dafür habe ich mir keinen geringeren eingeladen als Julian Jacobi, an den sich der ein oder andere sicher erinnern wird. Unter anderem das, also woher die meisten dich kennen werden, klären wir in dieser Folge. Aber erstmal vielen Dank für deine Zeit, Julian, und herzlich willkommen im Gannikus Podcast. Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und bin schon auf eure Fragen gespannt oder auf deine Fragen, die du dir ausgedacht hast. Ja, und ich habe Bock. Schön, dass es geklappt hat und dass es jetzt auch technisch funktioniert. Wir sind 22 Minuten zu spät mit super Unterstützung von Julians Freundin, haben wir es aber tontechnisch auf jeden Fall geschafft. Deswegen, ja, ich bin beruhigt, weil am Montag muss das Ganze raus. Oh, okay, dann geben wir jetzt Gas, ja? Ja, also ich wollte eigentlich so ganz, ganz von vorne anfangen, aber eine Frage, die sich mir direkt stellt, bei deinem Namen, da macht es wahrscheinlich bei den meisten nicht ganz so Klick direkt, aber wenn man dazu die Begriffe, was am besten, der deutsche Bruce Lee oder der deutsche Shaolin in den Raum schmeißt, ich glaube, dann können sehr viel mehr Leute was in ihrem Gedächtnis zu dir finden. Wir starten da direkt rein, weil mich das natürlich interessiert, ob du selbst diese Pseudonyme heute noch gerne hörst oder ob du dem Ganzen schon etwas überdrüssig bist und das mehr so ein Relikt der Vergangenheit ist. Ja, wie soll ich das beantworten? Also es war nie mein Plan, so genannt zu werden. Das ist schon mal das eine. Also mir wurden diese Titel oder Namen einfach gegeben. Ich betrachte das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also mein Ziel war es nie irgendwie, weiß ich nicht, eine Kopie von Bruce Lee zu werden oder sonstiges in der Art. Daher finde ich es ein bisschen schade, weil ich denke, das wird auch ihm nicht gerecht. Also es wird halt so ein bisschen irgendwie in eine falsche Richtung gedreht, als würde ich da irgendeinem Idol nachjagen, was gar nicht der Fall war. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz lustig, weil, also wer wird schon der deutsche Bruce Lee genannt, ne? Das ist hört man ja auch nicht alle Tage. Von daher, wenn mich einer so drauf anspricht, also passiert mir tatsächlich hin und wieder immer noch, obwohl es schon so viele Jahre her ist, wenn ich durch die Stadt laufe, hey, bist du nicht der und der? So, ja, du bist doch der deutsche Bruce Lee, oder? Ja. Deswegen, also ein lachendes und ein weinendes Auge, es ist ganz süß, aber ich brauch's nicht. Ja, aber man kann schon sagen, Bruce Lee war oder ist vielleicht immer noch so eins deiner großen Vorbilder? Ja, kampfsporttechnisch auf jeden Fall. Ich bin halt damit groß geworden, ne? Jackie Chan, Bruce Lee, die Klassiker damals noch. Und ja, für mich hatte der Typ einfach krasses Charisma. Also kann man nicht anders beschreiben. Wo man jetzt sagen würde, ja, Jackie Chan hat irgendwie die cooleren Filme gemacht oder auch die interessanteren Filme. Mit Sicherheit. Und auch seine Stunts und so weiter selbst zu machen, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber Bruce Lee hatte für mich einfach Charisma und diese Ausstrahlung, auch diesen Fokus, diesen Willen hat er irgendwie auch in seiner Rolle einfach verkörpert. Ne? Das war für mich sehr erstrebenswert, muss ich sagen. Ich glaube, viele unserer Zuschauer werden dich aus der Spiegel-TV-Dokumentation kennen. In der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich mit dir auch nochmal angeschaut. Und auch wenn du da wahrscheinlich schon des Öfteren drüber gesprochen hast, ich will die Geschichte so ein bisschen nochmal aufrollen, einfach auch, dass alle im Thema sind. Kannst du vielleicht zu Beginn mal erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass du damals mit der Kamera begleitet wurdest, auch mehrfach? Weil wenn ich es richtig abgespeichert habe, war das nicht von vornherein klar, dass du dort irgendwann zum Hauptprotagonisten wirst.
Nee, genau. Das war auch von mir in keinerlei Weise irgendwie geplant. Es lief eigentlich so, ich habe viele Jahre Kampfsport gemacht und war einfach mit Herzblut dabei. Ich glaube, mit 5 Jahren habe ich angefangen mit Judo. Aber das war auch nur so ein Jahr oder so, wie man das halt macht, ne, so als ja. Stöpsel. Und bin dann mit 7 oder knapp 8 Jahren zum Kung-Fu gewechselt und das habe ich dann halt durchgängig gemacht, zusammen mit Kickboxen. Und irgendwann, ich glaube im Alter von 13, 12, 13 sowas, sind meine Eltern mit mir zu den Shaolin-Mönchen gefahren, also zu diesen Shows, diese Tour, die dann durch Deutschland immer gereist ist. Und das haben wir uns angeschaut und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich will einmal in meinem Leben mit diesen Leuten trainieren. So, das war so mein Traum, ne? Da wollte ich einmal hin, das wollte ich einmal mitmachen. Und zum 16. Geburtstag haben meine Eltern mir dann eben einen Gutschein geschenkt über einen Trainingsurlaub im Shaolin-Tempel in Berlin, war das damals noch. Und als ich den Gutschein einlösen wollte, war der Tempel in Berlin aber geschlossen. Ich glaube, aus finanziellen Gründen mussten die schließen. Und haben aber darauf hinverwiesen, dass es noch einen Tempel in Kaiserslautern gibt. Und dann haben wir uns mit denen auseinandergesetzt und haben das Thema eben durchgekaut, haben überlegt, wann ich da hin könnte und so weiter und so fort. Und genau zum gleichen Zeitpunkt hat Spiegel TV in dem Tempel auch angefragt, ob die dort drehen dürfen, weil sie eine Reportage über Klöster in Deutschland machen wollten. Darum ging es eigentlich. Ja, und dann hat der Tempel eben erzählt, ja, in ein paar Wochen kommt da jemand zu Besuch, dann habt ihr zumindest eine Story, warum ihr jetzt gerade hier filmt. So, und dann hat Spiegel TV bei uns zu Hause angerufen oder bei meinen Eltern zu Hause angerufen, hat gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, wenn die das Ganze begleiten würden. Und ich sag, nö, also mir ist es egal, ne? Ihr könnt ja filmen, was ihr wollt. Ich bin da für mich, also ich wollte so mein Ding einfach machen und gucken, was passiert. ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Also ich wurde dabei gefilmt und war dann in der Lage oder in der glücklichen Position, dass die Meister mir angeboten haben, dort zu bleiben. Also längerfristig im Tempel eben zu leben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Chance kriegt man auch nur einmal im Leben. Also nutze ich das direkt und musste dann natürlich ordentlich Überzeugungsarbeit leisten bei meinen Eltern, weil ich mitten in der Ausbildung gesteckt habe und die wollten natürlich erstmal Ausbildung fertig machen und so weiter und so fort. Ne? Dieses typische, irgendwelche Sicherheiten haben, wie die Deutschen halt so denken. Ne? Man braucht Sicherheit. Yeah. Ja, bin ich zum Glück dann drumherum gekommen, habe meine Ausbildung also abgebrochen, bin dann in den Tempel und die erste Reportage kam bei Spiegel TV einfach so gut an, dass sie nach 2 Jahren, glaube ich, nochmal gefragt haben, wie der Stand der Dinge ist, ob ich noch dort bin und wie es mir geht und so weiter. Und ich war halt immer noch dort und dann haben sie gefragt, ob sie das nochmal filmen dürfen, so quasi 2 Jahre später. Und so ging das dann über die Jahre hinweg. Ne? Dann haben die mitbekommen, dass ich nach China reisen möchte, dann wollten sie das eben auch begleiten. Und ich glaube, die letzte Kurzdoku lief auf YouTube. Das war auch keine Fernsehproduktion, sondern so eine extra YouTube-Produktion. Die kam letztes oder vorletztes Jahr. Ich bin mir, keine Ahnung, Corona hat mich das miteinander gebracht. Ich glaube 2019. Ja, genau, 2019, ja richtig. Da war ich dann schon wieder in Deutschland und habe eben meine eigene Kampfsportschule, wurde jetzt dann auch von denen gefilmt, so ein Tag quasi in meinem Leben von Spiegel TV begleitet. Ne? So 10 Jahre von danach. Hast aber von Anfang an gar keine Berührungsängste mit der Kamera gehabt, weil es ja auch relativ untypisch so in dem Alter, dass man einfach sagt, ja gut, dann haltet mal die Kamera drauf, ich gebe euch da alles, was ihr wollt und ihr hört mal. Ja, es war schon ein bisschen komisch, vor allem habe ich es mir so gar nicht vorgestellt, weil das Fernsehen achtet halt schon drauf, dass irgendwie alles auch gut in Szene gesetzt wird und wenn Versprecher drin sind, wird das Ganze nochmal gedreht und so weiter. Oder komm doch nochmal durch die Tür, pack doch nochmal deine Tasche. Ne? So Kleinigkeiten, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Die musstest du dann irgendwie 10-mal machen, damit sie es aus allen möglichen Winkeln filmen können. Das war halt, für mich persönlich war diese ganze Kamerageschichte eher nervig als interessant oder, ja, weiß ich nicht. Also ich hatte nicht wirklich Bock drauf, muss ich sagen. Ich habe es hingenommen. Beim ersten Mal, dann die nachfolgenden Male, als ich noch im Tempel war, hatte ich im Grunde auch kein Mitspracherecht. Ich war ja nur Angestellter, wenn man das so sagen kann, des Tempels und musste mich dann eben dem beugen, was gesagt wird. Und für die China-Reise, ja, da musste ich einfach schauen, wie ich mir die Reise auch finanziell ermöglichen kann. Und deswegen bin ich dann auf Spiegel TV zurückgekommen.
Genau. Du warst damals 17, als du in den Tempel bzw. ins Kloster in Kaiserslautern gegangen bist, um dich dort zum Shaolin ausbilden zu lassen. Vier Jahre lang warst du dort, dann bist du sogar weiter nach China. Du hast schon gesagt, wenn ich das so mit meinem 17-jährigen Ich vergleiche, gibt es da auf jeden Fall einige Unterschiede. Wie kam es dazu, dass für dich so Dinge wie Party, Alkohol und auch Mädels erstmal nicht so wichtig waren? Und wie hat das bei dir überhaupt dann so alles seinen Lauf genommen? Du hast ja im Gegensatz zum Otto-Normal-Jugendlichen definitiv einen einzigartigen Weg eingeschlagen, muss man sagen. Ja, da ist wohl was dran. Vieles hat sich einfach dahin entwickelt. Also es war wirklich nie geplant. Ich habe natürlich auch vor der Zeit im Tempel mal irgendwie gefeiert, auch mal Alkohol getrunken und auch mal ein zu viel getrunken. Habe aber auch tatsächlich relativ schnell gemerkt, dass es einfach nicht so nicht so die Erfüllung meines Lebens einfach ist. Vor allem habe ich es dann gemerkt, als ich die Ausbildung angefangen habe. Freunde von mir oder mein bester Freund damals war auch noch in der Schule zu der Zeit. Also er war ein Jahr länger in der Schule als ich. Und ja, wenn der schulfrei hatte, musste ich halt noch arbeiten. Und am Wochenende war ich irgendwie platt und er hatte Bock auf Party. Und dann habe ich gemerkt, wie das so ein Kreislauf wird. Du arbeitest 5 Tage die Woche, bist total fertig irgendwie. Und hat halt auch noch Bock, mein Training zu machen. Samstags oder freitags abends gehst du dann feiern, trinkst ein paar Bier oder ein paar zu viel, dann ist der nächste Tag voll im Eimer und irgendwie kommst du halt für dich einfach in keinster Weise so voran. Ne? Also so hatte ich das Gefühl. Ich trete halt irgendwie auf der Stelle und bin in einem Hamsterrad, wo ich einfach raus wollte. So dieses 5 Tage arbeiten, 2 Tage saufen, 5 Tage arbeiten, 2 Tage saufen. Mhm. So kam es mir halt vor, ne? Also es ist ja nicht so, dass jeder Otto-Normalverbraucher das so macht. Ja. Ich habe nur auch gemerkt, dass viele Leute im Alltag, mit denen man sich unterhält, eigentlich immer nur übers Wochenende sich freuen oder eben über ihren Urlaub. Und die anderen 350 Tage oder 340 Tage im Jahr sind dann scheinbar Kacke. So habe ich das immer empfunden, ne? Und das wollte ich eben für mein Leben. Ich habe überlegt, was mache ich gerne, was macht mir Spaß, was bringt mir mentale und körperliche Zufriedenheit. Und ja, so habe ich meinen Weg im Sport so ein bisschen gefunden und mit vielen netten Leuten trainiert, habe darüber halt auch dann hauptsächlich meine Kontakte gehalten über den Sport. Und als ich dann die ersten 2 Wochen eben im Shaolin-Kloster war, habe ich einfach gemerkt, wie zufrieden die Leute sind mit dem Leben, was sie haben. Und obwohl sie materiell sehr wenig besitzen, trotzdem viel glücklicher erscheinen als die anderen Leute, die ich vorher kannte, bei denen es wirklich nur darum ging, Kohle zu scheffeln und Mädels abzuschleppen, sage ich jetzt mal. Hm. Was genau. Hast du damals für eine Ausbildung angefangen? Du warst ja wahrscheinlich direkt raus aus der Schule, Realschule wahrscheinlich in dem Alter. Genau, richtig. Ich habe 10. Klasse Realschule gemacht, also mittlere Reife, ne? Und habe dann eine Ausbildung zum Graveur angefangen. Okay. Genau. Also ich wollte was Handwerkliches machen und war in Kunst jetzt auch nicht ganz unbegabt und deswegen hat sich das dann irgendwie angeboten. Ich habe da dann mal Probearbeiten gemacht und der Chef war direkt zufrieden, hat gesagt, wenn ich Bock habe, kann ich die Ausbildung anfangen. Also, da man in dem Alter meiner Meinung nach eh nicht so 100% weiß, wo die Reise hingeht, dachte ich, mach das jetzt, ich fange was an, schau, wie es mir gefällt. Mhm. Auf jeden Fall mache ich was, ne, und hänge nicht irgendwie blöd zu Hause rum. Mhm. Genau. Was sagen die Eltern dazu, wenn der Sohn erst 4 Jahre nach Kaiserslautern in einen Tempel zieht und dann im Anschluss direkt nach China reisen möchte? Du hast, glaube ich, eine größere Schwester und zumindest in der Doku hat es den Anschein gemacht, dass sie schon einen sehr viel typischeren Weg eingeschlagen hat als du. Was haben deine Eltern da gesagt damals? Ja, anfänglich waren sie natürlich überhaupt nicht begeistert. Also nach den 2 Wochen Aufenthalt, als ich dann sagte, ich würde gern hier bleiben, da war erstmal Holland in Not. Und da war wirklich viel Überzeugungsarbeit notwendig, hatte ich ja eben schon kurz angeschnitten, weil die eben wollten, dass ich wirklich meine Ausbildung fertig mache und auf Nummer sicher gehe im Endeffekt. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn daran sicher, wenn ich die Ausbildung fertig mache und danach nie wieder in dem Job arbeite? Also habe ich dann auch nichts von. Und außer, dass ich 2 Jahre jetzt noch verschwenden würde für eine Ausbildung, die ich im Endeffekt gar nicht möchte, ne? Mhm. Und ich glaube, es hätte auch keiner gedacht, dass sich der Weg so lang zieht. Also, dass das wirklich so ein Lebensweg tatsächlich wird, war mir selbst auch nicht klar. Ich habe auch tatsächlich nie konkrete Pläne verfolgt. Also, meine Pläne waren immer sehr kurzfristig gedacht.
Ich habe, als ich mich entschlossen habe, Entschuldigung, als ich mich entschlossen habe, in den Tempel zu gehen, war zwar mein Gedanke natürlich, ich möchte das machen, aber ich habe mir nicht überlegt, okay, ich bleibe jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre oder bis ans Lebensende. Das für mich war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, immer erstmal ganz auf den Punkt und für den Moment gedacht und dann schaut man eben, wie es weitergeht. Ne? Also ich habe vorher so viel geplant für die Schule oder alles Mögliche und es hat nie so funktioniert, wie man es sich vorgenommen hat, dass ich mittlerweile einfach an dem Punkt bin, irgendwie fügt sich alles immer in die Richtung, in die es sich fügen soll. Und ja, mittlerweile sind meine Eltern auf jeden Fall sehr stolz. Mhm. Mein Vater trainiert fast täglich auch bei mir im Studio und ja, wir verstehen uns super. Also ist alles genau richtig gelaufen, muss ich sagen. Mhm. Du bist ja in Deutschland geboren, auch in Deutschland aufgewachsen und hast sicher in der Kindheit auch Berührungen zum christlichen Glauben gehabt. Wie hat sich das dann entwickelt, gerade als du dem Tempel beigetreten bist? Musstest du dich da dem Buddhismus verschreiben und wie sieht deine heutige Glaubensrichtung aus? Ist das so das Beste aus allen Welten oder bist du so beim Buddhismus geblieben, mehr oder weniger? Ich fange mal vorne an. Mhm. Also klar, als Kind kam ich auch mit dem Christentum so ein bisschen in Berührung durch Religionsunterricht und wir haben dann auch vorm Schlafengehen zwischendurch mal irgendwie gebetet. So, aber es war, also meine Eltern sind jetzt auch nicht super religiös, muss man dazu sagen. Und es war eher so ein Ding, man macht das halt, weil man es halt so macht. Mhm. Also dieses typische, man glaubt halt an Gott, weil es wird gesagt, es gibt einen Gott. Und ich habe aber tatsächlich, ich habe immer was gesucht als Kind, woran ich glauben kann, habe aber nie die Erfüllung darin gefunden, wie jetzt Leute, die wirklich an Gott glauben, also für die ist das ja das Ein und Alles und ja. Im Mittelpunkt sozusagen. Und dieses Gefühl hatte ich dabei einfach nicht und habe deswegen irgendwann gesagt, ich brauche diese Gottesvorstellung für mich auch nicht. Also ich habe keine Angst vor dem Tod, ich brauche keine Gewissheit, dass ich ja nach dem Paradies bin oder sonstiges. Und ich brauche auch keine Angst vor der Hölle, um daran zu arbeiten, ein guter Mensch zu sein. Ne? Also es wird ja im Grunde damit gedroht, wenn du das und das machst, dann bist du schlecht, dann kommst du in die Hölle, bla bla. Mhm. Ja. Und nee, ich will ja einfach für mich persönlich schon kein Scheißtyp sein. Also warum sollte ich anderen Leuten bewusst irgendwie Schaden zufügen? Das ist überhaupt nicht meine Intention, nicht meine Absicht, nie gewesen. Also brauche ich auch keine Angst vor der Hölle zu haben. Und dementsprechend muss ich ja an Gott glauben, der mich vor der Hölle beschützt oder wie auch immer. Und den Gedanken hatte ich sehr, sehr früh. Deswegen war es für mich überhaupt kein Problem, dann dem Buddhismus beizutreten. Also das musste ich dann tatsächlich tun, als ich in den Tempel gekommen bin. Es gab dann Gelübde, die ich ablegen musste. Die sind natürlich nicht für jeden Buddhisten zwingend notwendig, aber für mich in dem Fall, weil ich ja als Mönch leben wollte, das heißt, also da gab es einfach nochmal andere Regeln, ne, wie das Zölibat zum Beispiel, so der Klassiker, da musste ich mich dann eben dran halten und ja, das waren für mich aber auch im Grunde nur Regeln und hatten jetzt nichts für mich persönlich mit dem Glauben an sich zu tun, muss ich sagen. Ich war bei dem Glauben an sich doch relativ offen gegenüber, weil man ja doch, wenn man jetzt Buddhismus hört oder daran denkt, hat man immer so eine ja, harmonische oder friedliche Idee, die dahinter steckt irgendwie und die hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Genau. Wie sieht es heute aus? Hast du das so ein bisschen erhalten? Ich würde sagen, ja. Zumindest diese Lebenseinstellung oder diese Grundeinstellung, wie man auch miteinander umgehen sollte. Allerdings möchte ich das keinem religiösen oder philosophischen Namen unterordnen. Mhm. Also ich versuche für mich einfach der beste Mensch zu sein, der ich sein kann. Mhm. Und meine Natur ist tatsächlich einfach auch Leuten gerne zu helfen. Also ich halte mich zumindest für keinen schlechten Typen. Und ich versuche auch, dass alle gut miteinander auskommen. Es gibt natürlich auch schlechte Leute oder negativere Leute und die möchte ich dann einfach nicht in meinem Leben haben. So. Mhm. Aber ich will im Grunde niemandem was Böses. Also jeder soll im Endeffekt leben, wie er möchte. Jeder soll machen, wie er möchte. Und wenn er damit glücklich ist, sollten andere das auch akzeptieren können, finde ich. Und solange es nicht bewusst darauf abzielt, anderen eben zu schaden. Ne? Es ist für mich alles ein Miteinander, ein Geben und Nehmen. Und
so sollte es auch sein. Das sind natürlich viele, viele Dinge, die sich in anderen Religionen auch widerspiegeln. Also im Christentum gibt es halt auch die 10 Gebote und im Grunde zielen die auch darauf ab, dass wir ein friedliches Miteinander haben. Mhm. So, aber deswegen würde ich mich jetzt auch nicht als Christ oder Buddhist oder Hinduist oder sonstiges bezeichnen. Eine Frage, die sich mir auf jeden Fall gestern noch gestellt hat, du hast es schon angesprochen, während ich die Doku angeschaut habe, wie konntest du dir die Zeit in Kaiserslautern und auch die Zeit, den Aufenthalt in China finanzieren? Gerade in China hattest du wahrscheinlich dann keine Zeit und auch keine Möglichkeit, nebenher noch zu arbeiten. Du hast gesagt, Spiegel TV kam da ganz gelegen. Haben die dich da finanziell unterstützt? Ja, also die Zeit in Deutschland im Tempel, die hat sich im Grunde selbst finanziert. Das heißt, ich habe zwar die Ausbildung dort gemacht, beziehungsweise ich habe auch als Trainer für den Tempel gearbeitet. Also es lief halt so, dass wir als Mönche halt tagsüber trainiert haben oder morgens trainiert haben und abends haben wir mit normalen Leuten trainiert. Also wie du es hier aus einem Sportstudio oder aus einer Kampfsportschule kennst. Das Niveau war natürlich ein bisschen was anderes, aber im Grunde haben die Leute auch ihren Beitrag gezahlt und davon hat sich der Tempel finanziert. Das heißt, darüber wurde ich dann im Grunde, ja, dadurch hatte ich meine Nahrung, mein Schlafplatz und so weiter, wurde alles darüber finanziert. Da musste ich mir also keine Sorgen machen. Ich hatte aber auch kein Einkommen, logischerweise. Also ich habe vor Ort kein Geld verdient. Musste ich auch nicht, weil ich keine Ausgaben hatte. Ich musste keine Miete zahlen. Ja, es gab ein gemeinschaftliches Auto, mit dem wir dann halt einkaufen gefahren sind oder sonst wohin, wenn es irgendwelche Erledigungen gab. Und ansonsten haben wir sowieso jeden Tag im Tempel gearbeitet und für den Tempel eben gearbeitet. Das war also die Finanzierung sozusagen hier in Deutschland. Und China war natürlich eine andere Nummer. Da musste ich das Ganze von vornherein halt bezahlen. Und Spiegel TV hat eben angeboten, wenn sie das filmen dürfen, mir dafür eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Und davon habe ich das Ganze dann finanzieren können. Genau. Also es war tatsächlich genau so viel, dass ich meine Reise damit decken konnte. Ich bin also danach nicht reich aus der Nummer rausgegangen. Auch wenn ich das schon das eine oder andere Mal in einem Forum gesehen habe, irgendwie, dass die Leute gesagt haben, der hat so viel Geld, deswegen kann er das alles machen. Nee, ohne Spiegel TV hätte ich die Reise nicht antreten können. Muss man auch ganz klar sagen. Und ja, genau. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bist du unter anderem nach China gegangen, um diesem strengen Zölibat zu entgehen, was für mich irgendwie so paradox geklungen hat, weil ich jetzt gedacht hätte, dass der Hedonismus hier in Deutschland deutlich extremer ist als in Asien. War dir das schon mal im Vorfeld klar, dass es in China lockerer zugeht? Und wie lässt sich das erklären für jemanden wie mich, der da vom kompletten Gegenteil ausgegangen wäre? Ja, das Zölibat war natürlich ein Punkt, auf jeden Fall. Aber es gab noch private Gründe, möchte ich es jetzt mal nennen, oder persönliche Gründe, aus denen es vor Ort, also in Deutschland, nicht mehr funktioniert hat. Und für mich gehörte eben einfach dieses Freibestimmen auch ganz klar mit dazu. Also ich musste mich für jede Minute am Tag irgendwie rechtfertigen und das war irgendwann einfach wahnsinnig anstrengend. Also ja, viele in unserem Alter, also auch Jugendliche, haben ja dann auch diesen Drang, einfach frei zu sein und sich mit Freunden zu treffen, Party zu machen, wie du es eben am Anfang schon sagtest. Ich habe darauf dann zumindest in der Zeit verzichtet und habe es nachher umso mehr gebraucht. Also nicht das Feiern jetzt an sich, aber eben dieses Freiheitsgefühl. Und deswegen wollte ich auch nach China, ich wollte in ein anderes Land, ich wollte auch selbst bestimmen können, was ich dann vor Ort mache, was ich esse, wann ich schlafen gehe und so weiter und so fort. Es gab natürlich auch ein paar Regeln, jetzt Trainingszeiten und sowas, an die man sich halten sollte. Aber es ist eben ganz anders. Entschuldigung. Nochmal eine ganz andere Nummer. Ob du jetzt irgendwie zweimal am Tag einen Termin hast oder dreimal am Tag zum Trainieren oder ob du 24 Stunden am Tag sagen musst, wo du hingehst, was du machst und quasi Zeit stoppen musst, wenn du auf Toilette gehst, so ungefähr, ja. Und da wollte ich einfach raus, genau. Ich wollte aber trotzdem nicht dem Ganzen den Rücken kehren und deswegen habe ich mir gedacht, okay, um meine Ausbildung auch zu beenden, also um diese Kung-Fu-Ausbildung weiterzuführen, gehe ich eben zum Ursprung, gehe nach China und schaue, ob ich da auch noch mehr eventuell vom
Buddhismus oder meditationsmäßig noch mehr abgreifen kann. Das war so mein Gedanke. Mhm. Genau. Was, glaube ich, auf der ersten China-Reise ganz gut rüberkam, war diese, ich nenne es mal, Entzauberung des Gedankens. Gerade im Ursprungsland würde es wirklich nur um die Sache gehen, aber am Ende hat er deutlich mehr Kommerzialisierung mit reingespielt, als man vor dem Trip vermuten konnte. Wie war das für dich, als du gemerkt hast, dass unterm Strich doch mehr Schein als Sein ist und die Leute da dann an irgendwelchen Gedenkstätten und in Tempeln und an Höhlen mit Handys rumrennen und telefonieren, Fotos machen? Das war natürlich schon ziemlich, wie soll ich sagen, ernüchternd. ich bin allerdings kein Typ, also so Leute habe ich auch kennengelernt und für die tut es mir echt leid, die ganz konkrete Vorstellungen davon haben, wie etwas zu sein hat und dann wirklich darin zugrunde gehen oder daran zugrunde gehen, wenn es dann eben nicht so ist. Und bei mir war es eher so, ich habe eine Idee von dem, was ich dort lernen möchte, wie es ungefähr ablaufen könnte, aber ich lasse mich mal überraschen, wie es dann tatsächlich ist. Und dementsprechend ist der Sturz nicht so tief, wenn man die Erwartungshaltung nicht so hoch hat. Es war natürlich schon eine krasse Nummer, als ich dann durch einen Shaolin-Tempel gelaufen bin. Witzigerweise habe ich dort dann auch meinen Meister getroffen, der mich vorher in Deutschland trainiert hat. Er ist kurz nach meinem Ausstieg dort auch nach China geflogen wieder, um dort weiter zu trainieren, weiter zu leben. Und der hat mich dann halt auch wirklich in die privaten Räume mit reingeführt und du hast nur nicht nur das Touristische gesehen, aber man muss halt auch sagen, die haben auch keine Jobs sonst. Also die leben tatsächlich vom Tourismus und das ist eben das Problem. Ne? Die merken, es funktioniert und ja, dann ist auch so ein Mönch nicht böse, wenn er mal einen Euro zu viel in der Tasche hat. Muss man halt einfach so sagen. Ja, es ist ein bisschen schade, weil es so ein bisschen an dem vorbeigeht, was man eben denkt oder erwartet. Aber auf der anderen Seite eben auch verständlich. Ne? Also wenn ich dir jetzt sage, okay, du hast keinen Job und du bist auf Spenden von anderen Leuten angewiesen, dann überlegst du natürlich, okay, wie kriege ich möglichst viele Leute zu mir, damit die irgendwas spenden. Und so war es dann im Shaolin-Tempel auch. Deswegen wurden dann vor Ort auch irgendwelche Shows aufgeführt, wo die Leute dann nochmal 2 Euro Eintritt zahlen mussten oder sonstiges. Und welcher Tourist guckt sich dann nicht eine Shaolin-Show an im Original-Shaolin-Tempel, wenn er schon mal dort ist? Ja, es ist also relativ einfacher Weg für die, Geld zu machen, wobei es auch der einzige Weg ist, den die haben. Deswegen irgendwo, mittlerweile habe ich Verständnis dafür. Damals hat es mich ein bisschen genervt, weil es schon so ein bisschen war wie, ja, wie so ein Kung-Fu-Zirkus, so ein bisschen, wenn man das so überspitzt jetzt ausdrücken möchte. Ne? Ich habe eine Szene im Kopf, da bist du, ich weiß nicht, was das war, ein Meister oder so reingekommen, der hat einen PC da stehen, eine Gitarre und ich konnte da irgendwie die Irritation in dem Moment, die du verspürt hast, auch voll nachempfinden, weil ich mir dann so dachte, so ja, klar, irgendwie natürlich, dort gibt's auch Internet mittlerweile, da ist auch ein bisschen so die Medienwelt am Kommen, aber ich hätte das jetzt so dann doch nicht erwartet, weil ich dachte, die würden dem Ganzen so ein bisschen abschwören. Wie hast du das wahrgenommen, als du gesehen hast, ja, das sind eigentlich auch nur normale Menschen wie wir und die haben da auch einen PC, ein Handy und Internet? Ich bin am Anfang echt schwer damit klargekommen, muss ich sagen, weil ich sie auch irgendwie für was, ich nenne es jetzt mal was Besseres gehalten habe. So wie man sich eben vorstellt. Ne? Die Leute brauchen sowas nicht, sie verzichten drauf und wollen damit ganz bewusst nichts zu tun haben. Allerdings ist es auch ein großer Unterschied, das musste ich tatsächlich auch erst lernen, es ist ein Unterschied, ob man die Sachen hat und nutzt und damit klarkommt, wenn sie nicht da sind oder ob man sie braucht, weil man das Gefühl hat, ohne ist man irgendwie nicht lebensfähig oder nichts wert oder kein Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, also jetzt habe ich hier gerade mein MacBook vor mir und meinen Kopfhörer drin und darüber können wir kommunizieren und das ist mega cool. Ja. Wenn das nicht so wäre, hätte ich aber auch kein Problem damit, zu dir zu fahren. So, und dass wir dann zusammensitzen und uns unterhalten zum Beispiel. Ja. Die Kontaktaufnahme wäre natürlich schwieriger geworden. Aber davon mal abgesehen, ich bin nicht von diesem PC hier abhängig. Also weder mein Wohlbefinden noch der Rest meines Lebens irgendwie. Wenn ich jetzt aus beruflichen Gründen damit arbeiten würde, ist es wieder eine andere Nummer. Aber auch dann ist ja die Frage, bin ich als Mensch wirklich davon abhängig oder also emotional abhängig, ne? Bin ich traurig oder emotional belastet, wenn mir jemand den Laptop wegnimmt oder nicht?
Und ich glaube, das ist der kleine, aber feine Unterschied. Also so würde ich jetzt auch diesen Meister einschätzen, von dem du eben gesprochen hast, mit der Gitarre an der Wand. Der hat in seiner Freizeit gerne Gitarre gespielt, weil ihm das Spaß macht, weil ihm das beruhigt, ihn interessiert das, diese musikalischen Klänge neu zu lernen. Aber ich glaube, wenn du ihm die einfach wegnehmen würdest, wäre er kein unglücklicherer Mensch. Dann würde er sich ein anderes Hobby suchen. Vielleicht würde er anfangen zu stricken oder keine Ahnung was. Ne? Oder eine Bambusflöte basteln, keine Ahnung. Also, und ich glaube, darum geht's. Darum geht's. Also das zu verstehen, man kann die Dinge nutzen, aber man darf sich nicht davon abhängig machen. Wie war es damals für dich, nach China zu reisen und eigentlich so gar kein Chinesisch zu sprechen? Chinesisch ist ja auch nicht die einfachste Sprache. Kannst du jetzt immer noch Chinesisch und wie war da irgendwann so der Kommunikationsweg? Hat das funktioniert? Weil ich, also klar, Englisch lernst du in der Schule, auch so die ein oder andere Fremdsprache, Französisch, Spanisch. Es macht dann irgendwo doch alles Sinn, wenn man es hört und wenn man es lernt, dann kann man viel ableiten. Aber Chinesisch, ich weiß noch, wie du da in diese Wäscherei reingelaufen bist und die so gar nicht gewusst hat, wovon du redest, weil das ja auch so Töne sind, die du dann so ein bisschen falsch aussprichst und dann heißt es irgendwie statt, keine Ahnung, statt Ente sagst du jetzt Arschloch oder so, weil das so ein ganz anderer Ton ist, den du eigentlich hättest aussprechen sollen. Wie war das für dich vor Ort und inwieweit hast du es vielleicht unterschätzt, dass es schwieriger ist, diese Sprache zu lernen? Also der Anfang war wirklich mies, muss ich ganz einfach sagen. Also das kann ich mir gar nicht schönreden. Ich war leider auch in der Schule sehr schlecht in Sprachen, was irgendwie mit diesem Schulsystem zusammenhängt. Ich kann es dir nicht genau beschreiben. Aber ich habe in China selbst, also zum einen hatte ich keine andere Wahl, als die Sprache zu lernen. Es gibt halt nicht viele Möglichkeiten, weil vor Ort spricht kaum jemand Englisch, zumindest dort, wo ich war. Die hätten theoretisch zwar die Möglichkeit, also sie haben auch Englischunterricht und ich glaube, die sind besser in englischer Grammatik, als wir es jemals werden würden. Aber die haben keine Möglichkeit, das selbst zu sprechen, weil es keiner richtig vorsprechen kann. Und deswegen wird es dort nicht gesprochen. Das ist total irre. Und ja, die ersten 3 Tage habe ich mich irgendwie von Instant-Nudeln ernährt, weil ich die noch so gerade im Supermarkt bekommen habe. Und dann habe ich mir, okay, das ist richtig scheiße. Also kriegst du ja nicht mal irgendwas zu essen, wenn du nicht anständig mit den Leuten reden kannst. Und dann habe ich angefangen, nur Radio zu hören. Ich habe, wo es nur ging, habe ich mir Chinesisch angehört. Ich bin auch einfach in die Stadt, habe mich da teilweise stundenlang hingesetzt und versucht, den Leuten irgendwie zuzuhören. Und dann hatte ich einen im Training, der so ganz gebrochen ein bisschen Englisch mitgesprochen hat. Und dann habe ich den immer wieder gefragt, weil der schon irgendwie 3 oder 4 Jahre vor Ort war. Und habe dann immer wieder gefragt, was denn das bedeutet, was das bedeutet. Und so habe ich mir so ein paar Wortfetzen von dem zusammengesucht und dann eben angefangen. Tatsächlich hat es für mich irgendwann Sinn gemacht vom Hören. Also ich wusste irgendwann, die und die Laute brauche ich oder die und die brauche ich eben nicht oder die sind gerade fehl am Platz, ne, damit ich nicht Arschloch sage. ja, und ich sag mal so, nach 3 Monaten hat es auf jeden Fall einigermaßen geklappt, dass ich in die Stadt gehen konnte, mir was zu essen bestellen konnte, mit dem Taxi fahren konnte und so weiter. Allerdings bin ich dann auch nicht sehr weit über dieses Level hinausgekommen. Das ist halt der Punkt, weil dann die Herausforderung so ein bisschen gefehlt hat, beziehungsweise ich ja, es war für meinen Alltag die Notwendigkeit nicht mehr da. Das war ein bisschen schade, weil sonst hätte ich, glaube ich, noch viel mehr lernen können. Ich habe mich dann aber damit eben irgendwie so abgefunden oder zurechtgefunden und ja, also im Endeffekt bin ich gut klargekommen. Ich konnte nachher einkaufen gehen, wie gesagt, ich konnte mit dem Taxi fahren und ein Zugticket buchen, was auch immer. Also diese Sachen eben, die man so braucht, um zu überleben, die haben gut funktioniert. Ein bisschen Smalltalk war auch noch dabei. Aber ich hätte jetzt mit dir keine richtigen Gespräche führen können. Und ja, ich habe dann die erste Zeit, als ich wieder in Deutschland war, habe ich auch noch weiter Chinesisch gelernt. Ich hatte dann eine Chinesischlehrerin, zu der ich 2-mal wöchentlich gefahren bin. Aber da war wieder genau das Gleiche wie in der Schule auch. Es ist einfach nicht das Gleiche. Also 2 Stunden in der Woche ist im Endeffekt nichts, wenn man überlegt, man hat 24 Stunden am Tag. Ne? Ja. Und ja, nach und nach merke ich schon, dass es mir schwerer fällt. Also wenn ich vor Ort bin, ich war jetzt seit 2018 war ich leider das letzte Mal dort. Und das waren 2,5 Wochen, glaube ich. Und es braucht schon so 4-5 Tage, bis ich da wieder drin bin und dann auch meinen alten Wortschatz wieder habe.
Aber dann habe ich diese Sprache eben auch 24 Stunden um mich rum. Und dann geht's relativ gut, dann komme ich da wieder rein. Aber dem bin ich leider viel zu selten ausgesetzt, als dass ich sagen würde, mein Chinesisch funktioniert noch gut. Ja. Angenommen, du hättest in China eine entkommerzialisierte Version von dem vorgefunden, was dich vor Ort dann tatsächlich erwartet hat. Wäre dein weiterer Weg dann anders verlaufen? Ich denke nicht. Also ich war ein bisschen, also ich war halt selber finanziell auch eingeschränkt. Das ist ja der Punkt. Das heißt, ich musste irgendwann auch nach Deutschland zurück. Und als ich dann wieder vor Ort war, also hier in Deutschland war, hat mich halt auch das normale Leben wieder gefangen, ne? Und ich habe gemerkt, okay, jetzt komme ich halt erstmal ein paar Wochen irgendwie bei meinen Eltern unter, aber die haben auch keinen Bock, dass ich mein restliches Leben bei denen verbringe. Und ich selbst hatte natürlich auch keinen Bock darauf. Ja, ja, klar. Also muss ich gucken, dass ich eine Wohnung kriege. Ja, für eine Wohnung brauche ich Geld und so weiter, ne? Dann diese ganzen Schritte. Und dann habe ich geguckt, okay, wie kann ich denn jetzt Geld verdienen? Und so kam dann eben eins zum anderen. Also von daher, glaube ich, wäre mein Weg nicht sehr viel anders verlaufen, wenn ich eine andere Version davon gefunden hätte. Welche Unterschiede hast du allgemein festgestellt, wenn man Deutschland mal so ganz trocken mit China vergleicht oder mit Asien allgemein? Die Offenheit der Menschen, muss ich sagen. Also es gibt hier viel, also hier sind die Leute irgendwie viel mehr auf sich bezogen. Also es ist eine viel stärkere Ellbogengesellschaft auf jeden Fall. Und auch viel mehr Aggressivität, muss ich sagen. Also in China war es einfach so, egal wo du warst im Grunde überall willkommen. Und es gab natürlich auch so ein paar Chinesen, die dann mal, wenn du an denen vorbeigegangen bist, guck mal, der Ausländer, keine Ahnung, wenn du denen dann auf Chinesisch geantwortet hast, dann waren sie mit einmal ganz nett. Du hast dann gesagt, das habe ich jetzt verstanden, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja, genau. Aber ja, ich habe teilweise bei fremden Leuten irgendwie abends dann im Wohnzimmer gesessen und mit denen zu Abend gegessen, weil ich bei denen am Geschäft vorbeigegangen bin, ne? Und dann haben die gefragt, ob ich nicht reinkommen will, haben mir ein paar Sachen gezeigt, dann hat man sich unterhalten und dann haben sie gesagt, hey, heute Abend essen wir um 20 Uhr, wenn du Lust hast, komm vorbei. Das ist mir in Deutschland noch nie passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ne, also solche Sachen, und das war nicht nur einmal, also das ist relativ häufig vorkommen, solche Sachen. Und generell so Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft war da schon enorm weit oben, muss ich sagen. Ja, im Vergleich zu Deutschland. Reden die Chinesen über uns Deutsche oder ist das ein Begriff? Ist Deutschland ein Begriff für die Chinesen? Wenn du jetzt in die USA gehst und du sagst, keine Ahnung, Schweiz, dann sagen die, ah ja, die Deutschen. Also die wissen gar nicht so recht, wie das bei uns so abgeht. Ist das in China auch so oder haben die schon auf dem Zettel, was Deutschland ist, wie wir sind und wie reden die eventuell über uns hier, über unsere Kultur? Also mit den Leuten, mit denen ich tatsächlich über Deutsch oder Deutschland gesprochen habe, haben immer nur das Bild davon im Kopf, dass es uns gut geht finanziell, dass es bei uns im Grunde keine Probleme gibt und wir alle reich sind. Das ist so das sind deren Gedanke. Was aber, glaube ich, ein bisschen so an dem, ja, an dem Auftreten auch der Touristen liegt, ne? Ich meine, wenn einer von uns nach China fliegt, dann fliegst du nicht normalerweise nicht mit deinem letzten Euro in der Tasche dahin und schaffst es dann eine Woche nicht, dich zu waschen oder keine Ahnung was, sondern dann wohnst du in einem Hotel und dir geht's gut und hast schicke Klamotten an und wenn du dir was kaufen willst, dann kaufst du es dir, auch wenn es gerade Touristenpreise sind. Deswegen haben die, glaube ich, da einfach ein falsches Bild von uns. Aber auf jeden Fall ein relativ positives, ja. Wenn ich das richtig deute, waren die Emotionen bei der Doku damals eher negativ, eventuell, weil du laut Meinung der Zuschauer nicht gefunden hast, wonach du gesucht hast. Ich würde das etwas anders interpretieren, nämlich, dass du dir zum einen selbst noch gar nicht so sicher warst, was du überhaupt möchtest und zum anderen eben gemerkt hast, was du nicht willst, was ja auch sehr viel wert ist. Also manchmal ist der Ansatz, sich bewusst zu machen, was man nicht möchte, gar nicht der schlechteste, finde ich. Ich habe da jetzt gar keine spezifische Frage dazu, außer vielleicht, ob du dem zustimmst, beziehungsweise wie du das für dich interpretierst, wenn du das Revue passieren lässt. Ja, finde ich sehr geil, dass du darauf ansprichst und auch deine Idee dahinter finde ich richtig gut, weil das trifft es eigentlich ziemlich genau. Ich war von der Allgemeinsituation ein bisschen genervt, was auch tatsächlich wieder mit der Kamera zu tun hatte.
Ja. Wie ich am Anfang schon mal sagte, dass ich das im Grunde gemacht habe, um mir die Reise zu finanzieren. Und dann auch vor Ort so, keine Ahnung, also ich musste teilweise Dinge einfach auf mich wirken lassen, wie die Situation am Tempel, wenn die Leute mit dem Handy da langlaufen. Keine Ahnung, ich sehe diese Sachen gerade zum ersten Mal. Der Mann mit dem Handy ist mir gar nicht so krass aufgefallen. Und dann halt, hält dir einer eine Kamera voll gegen die Nase und fragt, ja, was hältst du davon, dass einer jetzt mit dem Handy steht? Ja, okay. Ja, okay, jetzt wo du es sagst, da steht einer mit dem Handy. Ich war gerade dabei, diesen Tempel zu begutachten. Ne? So, deswegen kamen viele Sachen tatsächlich falsch rüber. Für mich persönlich war es die geilste oder mit einer der geilsten Zeiten in meinem Leben. Es wurde leider ein bisschen schlecht dargestellt, muss ich sagen. Also viel Negatives wurde eben rausgepickt, um mehr Drama zu schaffen. Okay. Was ich ein bisschen schade finde. Und ansonsten nicht das gefunden, wonach ich gesucht habe. Weiß ich nicht. Das wird von vielen Leuten so ein bisschen falsch ausgelegt. Ich kriege auch immer noch tatsächlich irgendwie Briefe teilweise von Leuten geschickt, die mich dann bekehren wollen oder mir irgendwelche Bibeln schicken. Und ich sollte mich doch endlich zu Gott bekennen und keine Ahnung. Also ich finde das super lieb, dass die Leute mir helfen wollen, ne? Aber sie dürfen ihren Glauben gern für sich behalten. So, ich bin echt happy mit meinem Leben. Und da hat mich die China-Reise eben auch ein ganzes Stück weitergebracht, auf jeden Fall. Also jetzt mache ich definitiv das, was ich lebe und so, was ich liebe und eben auch genauso, wie ich es machen möchte. Ich würde mir gar kein anderes Leben vorstellen wollen oder können. Von daher, auch da muss ich einfach sagen, es hat sich alles so gefügt, wie es eben sein soll. Aber tendenziell gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich habe ein bisschen anderes erwartet, aber ich habe auch auf jeden Fall gemerkt, was ich nicht möchte. Das ist richtig. Wenn du dir das jetzt heute so anschaust im Nachhinein, ist es dann vielleicht nicht einfach sehr gut für dich gelaufen? Weil du hast es vorhin schon gesagt, normalerweise kommst du jetzt als 17-Jähriger aus der Realschule raus, eventuell machst du auch dein Abitur, bist dann 2-3 Jahre älter und eigentlich weißt du noch nicht so recht, was du mit deinem Leben anfangen sollst und möchtest, weil du gar nicht weißt, was es für Möglichkeiten gibt. Auch du bist noch gar nicht weit genug, um das Ganze so einordnen zu können, wie du es wahrscheinlich so 10 Jahre später einordnest. Jetzt bist du bist, glaube ich, im gleichen Alter wie ich, du bist ein 88er-Jahrgang, glaube ich. Genau. Und weißt einfach schon ganz genau, was du möchtest und konntest sehr viel auf dich wirken lassen, während jetzt andere Leute die eine Ausbildung gemacht haben, die andere Ausbildung gemacht haben. Und die konnten aber nie auf sich wirken lassen, außer dass sie das eben nicht möchten und dann nachher 6 Jahre irgendwie verschwendet haben. Siehst du das nachträglich betrachtet nicht sogar als Vorteil, was dir so widerfahren ist und wie es für dich gelaufen ist? Doch, auf jeden Fall. Also ich möchte die Zeit überhaupt nicht missen, wie gesagt. Und ich glaube auch, ich hätte es auf anderem Weg gar nicht dazu geschafft. Also an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt bin. Ich wäre sonst echt irgendwo, klingt jetzt vielleicht negativ, aber ich wäre irgendwo in irgendeinem Job kleben geblieben, einfach um diesem System nachzugehen, in dem wir eben leben, ohne jemals wirklich happy damit zu sein. Muss ich ganz, ganz klar so sagen, auf jeden Fall. Deswegen anders wäre ich wahrscheinlich nie an den Punkt gekommen, an dem ich jetzt bin. Und egal wie kacke es zwischendurch war, jetzt ist es perfekt. Okay, wenn wir mal dann die Vergangenheit hinter uns lassen und in die Gegenwart gehen, dann bist du heute Inhaber deines eigenen Gyms, heißt Tempel Wushu. Kannst du mal erklären, was Wushu bedeutet und was deine Intention bei diesem Projekt ist? Wushu ist eigentlich das chinesische Wort für Kampfkunst. Okay. Und ich habe damals, als ich dann nach Deutschland wieder zurückgekommen bin, das war dann im Endeffekt 2014, also seit 2014 lebe ich durchgängig in Deutschland und habe dann einfach gemerkt, okay, so viel wie mir dieses Leben und dieser Sport gegeben hat, so viel würde ich jetzt gerne den Leuten hier zurückgeben. Und habe auch gemerkt, das Interesse ist da, die Leute wollen diese Sachen lernen, die wollen diese Sachen auch von mir lernen und nicht von wem auch immer. Und habe dann eben überlegt, okay, ich mache erstmal Einzeltrainings, biete ich an, damit ich wirklich eins zu eins auf die Leute eingehen kann und ja, dieses ganzheitliche Paket wirklich einer Person zur Verfügung stellen kann. Und habe dann einfach gemerkt, die Nachfrage ist so groß und ich habe die Möglichkeit, wirklich große Kurse damit aufzuziehen, dass ich das einfach gemacht habe. Und dass der Grundgedanke hinter meinem
jetzigen Studio ist eigentlich, dass ich Kampfsport, Respekt und auch Gesundheit vermitteln möchte. Also dass jeder für sich das Beste einfach aus sich rausholen kann in jedem Bereich. Also deswegen haben wir auch unterschiedliche Kampfkünste, deswegen habe ich auch extra nicht das Wort Kung Fu oder Shaolin oder sonstiges im Namen mit drin. Das Wort Tempel ist mir halt wichtig, weil ich vieles aus dem Tempel gelernt habe und Wushu ist eben Oberbegriff für Kampfkunst. Es wird heutzutage oft anders verwendet. Also es gibt mittlerweile auch Wushu-Wettkämpfe. Das ist dann auf bestimmte Formen, also so Kung-Fu-Bewegungen ausgelegt. Das wird dann als modernes Wushu bezeichnet. Aber im Grunde steht dieses Wort für Kampfkunst. Und so möchte ich es eben auch nutzen. Und ja, mein Ziel war es immer so, den ganzheitlichen Kämpfer, den ganzheitlichen Krieger ausbilden zu können in meinem Studio. Das war so der Gedanke dahinter. Was denkst du, warum die Leute gerne zu dir kommen? Ist es so dieses Paket aus, da hat jemand wirklich das gelebt, was auch die, ich sag mal, antiken Shaolin-Mönche gelebt haben? Aber der junge Mann hat das auch noch so ein bisschen verknüpft mit dem modernen Leben und der kann so das Beste aus beiden Welten geben, da möchte ich hin. Glaubst du, das ist das? Zum Teil mit Sicherheit. Ein anderer Teil ist vermutlich auch, ohne mich jetzt selbst gut sprechen zu wollen, ist vermutlich die Begeisterung einfach dafür, was ich gemacht habe oder wie ich es immer noch mache. Ja. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so ein bisschen die Sache, dass es einfach authentisch ist. Also ich bin halt nicht der Karl-Heinz, der morgens als Bäcker arbeitet und abends zweimal die Woche irgendwie eine Stunde Tai-Chi-Unterricht gibt oder sowas, sondern ich lebe den Leuten halt den Scheiß vor, den ich denen auch vermitteln möchte. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie Wasser predige und Wein trinke, sondern ich sage den Leuten, hey, du willst das und das erreichen, du musst das und das dafür tun, du musst für deine Ziele kämpfen, in welcher Art und Weise auch immer, es muss ja nicht nur sportlich sein. Und ich kriege halt auch von jüngeren Schülern dann teilweise das Feedback einfach, dass ich ihnen fürs Leben viel mitgegeben habe. Also Kampfgeist fürs Leben, Willensstärke und Durchhaltevermögen im Job und so weiter und so fort. Und das ist ja genau das, was ich will. Also jeder hat ja sein Glück und seinen Ehrgeiz in irgendeiner anderen Richtung. Aber man kann das halt zentralisieren oder kanalisieren. Man muss nur lernen, wie. Und Sport ist eben eine gute Möglichkeit, das zu lernen auf jeden Fall. Ob du es dann nur auf den Sport beziehst oder auf was auch immer, auf dein Medizinstudium oder keine Ahnung, du willst Rennfahrer werden. Auch das kann dir ja dabei helfen. Und körperliche Fitness und Beweglichkeit, Gesundheit, Koordination, das hilft dir dein ganzes Leben immer und überall. Also das kann man nicht schlecht reden, ob man jetzt Kampfsport oder Kampfkunst mag oder nicht. Das sind Fähigkeiten, die jeder gebrauchen kann. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Kannst du uns da mal mitnehmen? Sprich, wann stehst du auf? Wann gehst du ins Bett? Und was steht zwischendrin alles an Sport und Arbeit auf dem Plan? Ich glaube, du stehst sehr früh auf normalerweise. Ja, normalerweise schon. Tatsächlich nicht mehr so früh wie früher. Ich habe zum Beispiel damals in der China-Zeit, ich glaube, unser Training hat um 5.30 Uhr begonnen. Und ich bin dann um 4 Uhr aufgestanden, um vor allen anderen schon mal eine Stunde laufen zu gehen. Okay. Das mache ich heute nicht mehr. Also meine morgendlichen Kurse, die ich leite, die fangen halt um 7 an. Das heißt, ich bin normalerweise um 6:30 mit meinem Training fertig. Das heißt, ich fange auch eigentlich irgendwie so zwischen 5 und 6 mit dem Training an. Dementsprechend früh stehe ich dann halt auf, damit ich vor der Arbeit schon mal meine erste Session irgendwie drinnen habe. Hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich das brauche, aber es macht mich auf jeden Fall als Trainer deutlich gelassener und vor allem fokussierter auf die Leute. Ich habe sonst morgens, wenn ich aufstehe und fange direkt mit den Kursen an, dann bin ich irgendwie noch in meiner eigenen Welt und überlege so, was mache ich jetzt eigentlich für mich den ganzen Tag und wenn ich das erste schon mal abgearbeitet habe, dann funktionieren die Kurse besser. Also morgens, sagen wir mal 5:30 Uhr aufstehen, trainieren, um 7 Uhr den ersten Kurs geben, der geht bis 8, dann gebe ich um 8 den nächsten Kurs bis 9, dann fange ich um 9 Uhr an, meistens gehe ich dann eben schnell was einkaufen, mache mein Essen fertig so für den Tag
Und dann setze ich mich jetzt neuerdings immer wieder an YouTube-Videos. Ich habe vor einem halben Jahr oder so angefangen, so einen kleinen YouTube-Channel zu machen. Und dann werde ich die aufnehmen, also die Videos aufnehmen, bearbeiten, was auch immer. Das steht dann vormittags eben hauptsächlich an. Dann habe ich am Nachmittag nochmal ein eigenes Training, entweder mit Trainingspartnern für einen Kampfsport oder auch im Fitnessbereich. Steht dann noch was an. Und ab 15 Uhr bin ich sowieso wieder bei mir im Studio und dann geht's halt ab. Also vormittags ist relativ ruhig, da kümmere ich mich halt um meine eigenen Sachen. Und nachmittags ab 15 Uhr ist dann immer die Hütte voll. Also dann kommen die ersten Leute zum freien Training. Ab 16 Uhr starten dann bei uns die Kurse und dann bin ich bis 20 Uhr mit Kursen da beschäftigt. Und danach geht's dann nach Hause, ne? Duschen, essen, vielleicht noch einen Film gucken oder eine Serie, irgendwas, eine Folge von einer Serie, je nachdem. Und ja, gegen 22, 23 Uhr, je nachdem, wie schnell man alles erledigt, bin ich dann wieder im Bett. Genau. Wie kann man sich dich als Trainer vorstellen? Weil du bist ja, glaube ich, schon ja für viele Leute so ein Hardliner, sage ich jetzt mal, und hast deine gewissen Prinzipien und Vorstellungen. Inwieweit hast du für dich auch lernen müssen, dass so das, was du lebst, jetzt nicht unbedingt für jeden 0815-Menschen, der schon einen Anspruch hat, aber jetzt nicht dasselbe machen wie du, problematisch ist? Das musste ich tatsächlich lernen und über viele Jahre. Ich habe am Anfang gedacht, okay, die Leute wollen von mir trainiert werden. Das heißt, ich mache einfach mein Training und die Leute ziehen mit. Und wenn die verrecken, dann verrecken die halt. So, das waren die Anfänge. Dann bin ich da hingegangen oder da darüber gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich trainiere nicht mit, sondern ich mache das Ganze ein bisschen moderater. Hat auch nicht funktioniert, weil es war immer noch zu krass. Okay. Und mittlerweile bin ich echt an dem Punkt, also so individuell, wie wir halt alle sind, so individuell müssen wir auch angepackt werden, auch im Training. Also natürlich kann ich jedem irgendwie einen Trainingsplan geben und arbeite das einfach so schema-f-technisch ab. Aber das wird eben nicht für jeden funktionieren. Zumindest immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann stagnieren die Leute halt. Und mittlerweile mache ich es wirklich so. Ich habe eine Grundbasis an Fitness, die ich im Grunde einfordere. Die aber nicht jeder erfüllen muss. Also mein Kriterium ist es eigentlich nur, dass die Leute ihr Bestes geben. Und keine Ahnung, wenn wir jetzt ein Warm-up machen und ich mache dann, weiß ich nicht, 5 Minuten Seilspringen beispielsweise, du bist noch nie Seil gesprungen, dann kannst du meinetwegen auch im Kreis laufen oder Hampelmänner machen oder sowas. Dann zwinge ich dich nicht dazu, direkt von Anfang an 5 Minuten Seil zu springen. Wenn du eh nicht zum Springen kommst, haben wir beide nichts davon, weil du bist nicht warm und eventuell sogar frustriert, hast keinen Bock mehr überhaupt weiterzumachen. Und das bringt eben dann keinen was. Ne? Deswegen ist es mittlerweile tatsächlich so, dass ich auch während meiner Gruppen einfach so weit aufsplitte, die Leute zusammenpacke, wie es eben zusammenpasst, wo ich sage, okay, das ist ein ähnliches Leistungslevel, ähnlicher Wissensstand und wenn einer gar nicht klarkommt, dann kümmere ich mich einfach drum. Ne, dann nehme ich mir einen da raus und sage, okay, wir fangen jetzt bei Level Zero an und ich zeige dir erstmal, wie du atmest. Oder keine Ahnung, ne? Also, ja. Deswegen, da bin ich komplett raus aus diesem. Ich ziehe einfach so ein Programm durch und gucke, wer am Ende übrig bleibt. Also jeder soll im Endeffekt was Positives lernen oder was Positives mitnehmen aus dem Training. Und für mich ist es immer was Positives oder für mich war es früher etwas Positives, wenn die Leute nicht mehr aus dem Training gehen konnten, sondern kriechen mussten. Aber ich habe gemerkt, das funktioniert für die Leute einfach nicht. Vor allem nicht für die Masse, wie du es eben schon gesagt hast, so ein Autonormalverbraucher, der vielleicht ambitioniert ist, aber eben nicht so ein Hardliner, der braucht das nicht. Der will sich gut fühlen, der will auch ein positives Gefühl mit nach Hause nehmen und dafür sorge ich eben. Ne? Also ich möchte, dass die Leute was leisten in ihren Möglichkeiten und alles darüber hinaus ist für mich ein Bonus. Ne? Also ich zwinge keinen zu irgendwas, was er nicht will. Wie gesagt, ich fordere so eine Grunddisziplin einfach ein. Aber das ist auch eine Gruppendynamik, die das einfach mitzieht. Also du wirst da keinen in meinen Kursen sehen, der einfach mit einmal von der Matte rennt oder was trinken geht, weil es macht keiner irgendwie. So, es gibt gemeinschaftliche Pausen
und die werden eingehalten, ohne dass ich das je gesagt habe. Das war einfach irgendwie von vornherein klar und es ist so ein Selbstläufer, sage ich mal, ne? So eine Gruppendynamik. Du wirst mitgezogen, du wirst gepusht, du wirst motiviert und die Leute sagen auch, wenn du nicht mehr kannst, komm, zieh durch und keine Ahnung. Also man motiviert sich gegenseitig und also es wird keiner zurückgelassen und es wird auch keiner fertig gemacht. Und das ist mir ganz wichtig. Wie setzt sich dein Trainingsstand jetzt zusammen? Also wie viel ist Kung-Fu, wie viel MMA und wie viel davon sind vielleicht auch ganz monotone Kraftsportelemente? Du steigst ja mittlerweile auch in den MMA-Ring, wenn ich das korrekt im Kopf behalten habe. Genau. Also mein Schwerpunkt ist tatsächlich das MMA geworden. Also ich unterrichte immer noch Kung-Fu und da mache ich auch oft in den Kursen selbst noch mit, weil es macht mir einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Die Bewegungen sind super schön, super smooth. Aber meine Wettkampfambitionen liegen halt mittlerweile im MMA und da zielt auch mein eigener Trainingsschwerpunkt drauf ab. Das heißt, ich habe einen Kraft- und Konditionscoach, der sich darum kümmert, wie ich da eben besser werde für das MMA gesehen. Also ich bin jetzt kein super Läufer, obwohl ich gut laufen kann. So, ich bin auch nicht der krasseste Gewichtheber, obwohl ich relativ stark bin. Ich versuche da einfach genau die Mitte zu finden und mein Trainingsplan variiert natürlich, bin ich gerade in der Wettkampfvorbereitung oder eben nicht. Dementsprechend sind mehr oder weniger Einheiten dann und auch unterschiedlich. Also ich sag jetzt mal, in so einer normalen Woche, wenn ich nicht im Wettkampf bin oder nicht in Wettkampfvorbereitung bin, habe ich meine, sagen wir mal, neun Einheiten so in der Woche. Zwei komplett freie Tage für gewöhnlich. Das heißt, die anderen 9 Sessions sind dann eben auf 5 Tage aufgeteilt irgendwie. Okay. Können auch 10 Sessions werden. Normalerweise ist unter der Woche habe ich so meine 8 Sessions drin, also von Montag bis Freitag und dann am Wochenende nochmal eine, also samstags meistens eine lange Einheit mit viel Sparring und sonntags gibt es einfach nur noch so einen Spaziergang oder keine Ahnung. Oder ich besuche mal Seminare, wie morgen zum Beispiel bin ich auch im Lehrgang. Das gönne ich mir dann nochmal am Wochenende, um eben von anderen Leuten noch Input zu bekommen. Und ja, 2 Kraft- und Konditionseinheiten gibt es halt normalerweise in der Woche. 2 bis 3, sagen wir mal. Also ein Drittel ist Fitness und 2 Drittel ist dann halt Kampfsport. Genau, so wie kann man eigentlich sagen. Wie sieht so eine Kraftsporteinheit aus? Machst du auch so diese typischen Dinge? Könnte ich dich jetzt fragen, was hast du für Kraftwerte im Bankdrücken, im Kniebeugen, im Kreuzheben? Oder ist das, sieht schon ein bisschen spezifischer aus, das Ganze? Nee, die Übung mache ich tatsächlich auch in der, ja, ich nenne es jetzt mal Off-Season. Also wenn ich nicht in der Wettkampfvorbereitung bin, sind das eben so die Grundübungen, die ich auch mache. Für gewöhnlich mache ich halt auch immer so Ganzkörpertrainings. Irgendwie, ich baue noch ein paar Klimmzüge mit ein oder Dips oder keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Fan von Isolationsübungen, einfach weil mein Ziel auch ein anderes ist, ne? Also ich würde es machen, wenn ich jetzt Bock hätte, mehr Muskelmasse aufzubauen oder sowas. Aber ich will gar nicht schwerer werden und dementsprechend, ja, sehe ich es für mich als nicht notwendig an, sagen wir so. Aber wenn dich die Kraftwerte interessieren, kann ich dir die auch sagen. Gerne. Mich immer nicht so, aber die Leute sind da immer so super, super interessiert dran, wie stark die Leute sind. Okay, also ich habe tatsächlich dieses Jahr, also wann war das? Doch, Mitte des Jahres hatte ich so eine Peak Week, sage ich jetzt mal. Da habe ich die ganzen Kraftwerte getestet und Bankdrücken war ich bei 135 Kilo. Okay. Also eine Wiederholung. Kniebeugen waren, Moment, jetzt will ich nicht lügen, 175 Kilo und Kreuzheben 210 und kurz danach hat sich aber mein Trainingsplan dann geändert und dann sind wir auf Boxsquats umgestiegen zum Beispiel, da waren es dann direkt 205 Kilo, aber die Range of Motion ist ja auch eine ganz andere. Klar, ne? Also, klar. Wobei es da auch dann speziell um die Schnellkraft für Kicks ging und sowas, deswegen nicht mehr so eine tiefe Beuge und so weiter und so fort. Ja, das sind so die 3 Übungen, glaube ich, nachdem du eben gefragt hattest, ne? Ja, wie viele Klimmzüge schaffst du? Da bist du wahrscheinlich deutlich stärker als so der Autonormalverbraucher. Tatsächlich mache ich die immer nur mit Zusatzgewicht, deswegen kann ich es dir gar nicht sagen. Ja. Also, wie viel hängst du dran und wie viel machst du dann? Mein Bestes war mal 5 Klimmzüge mit 50 Kilo. Okay.
Genau. Und ja, weil schon zuletzt habe ich irgendwie mal 15 Klimmzüge mit 20 Kilo oder so gemacht, zusätzlich. Also für jemanden, der seinen Fokus da nicht drauf legt, der ist es auf jeden Fall ziemlich stark. Was auch immer viele Leute interessiert, ist Thema Ernährung. Willst du uns da auch mal so einen Einblick geben? Also was isst du, wie viel isst du, wie oft isst du etc. pp.? Ja, da hatte ich jetzt letztens in einem YouTube-Video auch so ein bisschen was angeschnitten. Wird tatsächlich oft gefragt, ist bei mir aber sehr unterschiedlich. Also ich habe es schon mit total vielen Plänen versucht, irgendwie mit Ernährungsplänen. Habe mir auch mal für eine Wettkampfvorbereitung einen Ernährungsplan extra schreiben lassen. Aber mich stresst das tatsächlich. Also mein Essen abzuwiegen ist super nervig für mich. Und es funktioniert auch ohne, also für mich funktioniert es ohne, weil ich ein relativ intuitiver Esser bin. Ich hatte aber, um mal irgendwas an Werten hier zu nennen, auf meinem letzten Diätplan, damit habe ich abgenommen, hatte ich 4200 Kalorien stehen. Okay. Und ja, das ist relativ viel bei meiner Größe und meinem Gewicht, muss man sagen. Ja, allerdings hatte ich da auch zwei Trainingseinheiten dann am Tag. Ne? Also da war ich bei 12 Trainingssessions in der Woche und hatte einen trainingsfreien Tag. Da geht schon gut Energie auf jeden Fall durch. Unterschätzt man total, was Kampfsport so an Energie verbraucht. Aber du hast halt im Grunde auch immer so eine Intervallbelastung dabei. Ne? Ist ja anders ein bisschen als beim Kraftsport jetzt. Also theoretisch ist Kraftsport ja auch eine Intervallbelastung, weil du hast eine kurzintensive Belastung und dann wieder eine Pause. Aber ich glaube, in Relation ist die kardiovaskuläre Belastung einfach nicht so hoch wie beim Kampfsport jetzt zum Beispiel. Ansonsten, ich esse wieder Fleisch. Das gab es ja damals nicht im Shaolin-Tempel. Also da habe ich ja auch dann fast 4 Jahre vegetarisch mich ernährt. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich das brauche. Also es gibt mir unwahrscheinlich viel Energie, wo andere Leute sagen, das kriegst du auch durch, keine Ahnung, Bohnen oder Linsen oder keine Ahnung was hin, mag sein, aber für mich funktioniert es nicht. Also ich habe es mal vegan versucht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe auch mal eine ketogene Diät versucht, auch über, ich glaube, fast 3 Monate oder sowas. Und es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin so ein Allesfresser. Irgendwie, ich esse schon, wenn ich das mit anderen Fitnesssportlern jetzt vergleiche, relativ viel Fett auch. Okay. Also ich bin oder war bei dem letzten Plan, ich glaube, bei 180 Gramm Fett pro Tag, so ungefähr. Pi mal Daumen. Wo alle ja mal sagen, irgendwie nur 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder. Ja, aber irgendwann musst du hoch. Wenn du so viel Kalorien verbrauchst, musst du ja irgendwas hoch und kannst nicht 1 Kilo Kohlenhydrate am Tag essen. Also geht schon. Ja, richtig. Schmeckt dann geht irgendwann schon. Auch nicht. Ja. ja, von daher. Also ich esse viel Fleisch und ich esse tatsächlich auch morgens gerne irgendwie direkt irgendein Steak oder sowas. Okay. Da stehe ich drauf. Also süß. Ich esse auch gerne Junkfood mal, aber tatsächlich habe ich das irgendwie gerne abends und tagsüber könnte ich irgendwie den ganzen Tag Fisch und Fleisch und Eier in mich reinstupfen. Und mehr brauche ich da gar nicht. Wie hält sich das so die Waage zwischen sauberem und nicht so sauberem Essen? Ja, also ein Cheat am Tag gibt es schon irgendwie. Okay, ja. Hätte ich auch gedacht, dass du da ein bisschen lockerer bist, weil du es ja auch durchschleust, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Also es gibt natürlich immer mal wieder Phasen, wo ich sage, okay, jetzt versuche ich einfach nochmal drauf zu verzichten. Aber jetzt habe ich hier, während wir uns unterhalten, auch Cola getrunken und das keine Zero. Okay, krass. keine Ahnung, jetzt habe ich hier noch Haribo liegen, die wollte ich jetzt nicht essen, damit ich hier nicht ins Ohr schmatze. aber ich esse normale Sachen. Gestern war ich mit der Familie im Freizeitpark und dann haben wir da halt auch irgendwas gegessen und keine Ahnung, ich esse dann auch, worauf ich Bock habe irgendwie. Ne? Aber halt, wenn ich satt bin, bin ich satt. Also für mich ist dieses typische Cheaten oder sowas, da stehe ich gar nicht drauf. So dieses Überfressen, das kann ich nicht. Also mir schmeckt ein Donut, mir schmecken auch 5 Donuts und wenn mir der 6. aber nicht mehr schmeckt, dann lasse ich ihn halt auch liegen. Und ja, so handhabe ich das und das funktioniert tatsächlich ganz gut für mich. Also ich, wie gesagt, ich zähle keine Kalorien, ich wiege das Essen nicht großartig ab. Ja, wenn ich Bock auf eine Banane habe, esse ich eine Banane und wenn ich Bock auf Schokomüsli habe, esse ich Schokomüsli. Ne? Das ist eigentlich, ja, und den Rest macht der Sport.
Kannst du uns mal noch so einen Beispieltag von damals gegenüberstellen, dass man den Kontrast ein bisschen sichtbar machen kann? Gerne einen Tag aus dem Kloster in Kaiserslautern oder auch in China, je nachdem, was sich so noch mehr abgrenzt, also wie du da gelebt, gegessen und trainiert hast. Du hast gesagt, damals war vegetarisch, das machst du heute nicht mehr. Kannst du mal so einen kompletten Kontrast darstellen? Tatsächlich hat sich so vom Tagesablauf nicht viel geändert, muss ich sagen. Okay. Also ich bin zu einer ähnlichen Zeit aufgestanden, also auch so gegen 5 Uhr normalerweise. Dann gab es allerdings erstmal 4 Stunden Training und danach gab es ein Frühstück. Das Training bestand immer aus, ich glaube, es waren 10, 12 Kilometer Laufen. Dann gab es eine Stunde Fitnesstraining im Sinne von irgendwie Klimmzüge machen, Liegestütz machen. Also wir hatten keine Fitnessgeräte, ne, sondern wir haben halt draußen dann trainiert, so Calisthenics-mäßig, wenn man das so sagen kann, wobei wir doch keinen Spielplatz hatten, sondern das meiste irgendwie im Wald gemacht haben oder sowas. Ja. Oder im Park eben. Und dann 2 Stunden Kampfsporttraining. Danach gab es dann halt Frühstück. Das bestand tatsächlich meistens irgendwie aus einer Reissuppe mit Gemüse. Ich hatte auch immer gerne Obst dabei noch. Oder eben auch Brot. Brot gab es dann ganz normal mit Käse zum Beispiel oder Eier haben wir ja gegessen, genau. Morgens gab es dann immer noch Eier dazu. Und im Grunde gab es 3 Mahlzeiten damals. Also Frühstück, Mittag, Abendessen. Und nach dem Frühstück standen dann die ganzen Hausarbeiten an. Ne? Also wir mussten dann logischerweise das Geschirr wieder sauber machen, eventuell schon mal Mittagessen vorbereiten oder sowas. Dann mussten wir uns um den Garten kümmern. Wir mussten saugen, putzen, wischen, diese ganzen Sachen. Dann gab es ja auch noch theoretischen Unterricht, das heißt, wir haben dann was über den Buddhismus gelernt oder über andere Religionen. Meditationsunterricht gab es noch. Das hat sich dann halt alles bis zum Mittagessen, sage ich mal, gezogen. Das musste dann vorbereitet werden oder gekocht werden. Dann haben wir zu Mittag gegessen. Eigentlich war es schon eher so ein Nachmittagessen. Und danach hatten wir Freizeit und ja, wenn man es Freizeit nennen kann, also so eine Stunde, anderthalb ungefähr hatten wir dann Zeit, bis es dann zum abendlichen Training ging, was dann auch nochmal 4 Stunden ungefähr war. Also von 17 bis 21 Uhr war das meistens. Dann das Training abends nochmal und danach gab es Abendessen, eine Abendzeremonie und 23 Uhr war dann Bettruhe. Mhm. Genau. Und es, mittags gab es im Grunde das gleiche wieder. Also wieder Reis, Gemüse, Tofu, Eier und abends auch nochmal. Also es war sehr spartanisch will ich jetzt nicht sagen, aber nicht sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Ja. Würdest du jedem irgendwo diese Erfahrung nahelegen, mal in so ein Kloster zu gehen? Also jetzt nicht 4 Jahre, aber dass man mal diesen asketischen Lebensstil so ein bisschen für sich entdeckt, um diesem ganzen weltlichen Kram mal zumindest für eine gewisse Zeit abzuschwören? Ich glaube, man könnte das auch ohne schaffen, wenn man es wirklich will. Allerdings macht so eine Umgebung das natürlich etwas einfacher. Das ist ganz klar. Also wenn man mal Bock drauf hat, sowas auszuprobieren, würde ich sagen, auf jeden Fall machen. Schaden wird es nicht. Aber theoretisch könntest du ja auch sagen, okay, ich fliege jetzt eine Woche, keine Ahnung, in Urlaub. Gehe nicht ins Hotel, sondern, keine Ahnung, hole mir dann ein kleines Ferienhaus oder sowas, wo ich dann drin wohne. Meinetwegen auch im Wald oder keine Ahnung. Und ich lasse mein Handy einfach zu Hause liegen, ne? Oder sonstiges und guck dann, dass ich mich selbst den ganzen Tag um mein Essen kümmere oder, also, ich bin der Meinung, es muss nicht unbedingt ein Kloster sein. Aber die Erfahrung an sich, würde ich auf jeden Fall jedem mal ans Herz legen. Klar. Bevor wir uns noch den Fragen widmen, die sich die Zuschauer für dich ausgedacht haben, würde ich dich gerne zum Abschluss noch um eine ehrliche Einschätzung bitten. Für viele stellt sich ja immer die Frage des Bereuens, also beispielsweise, du in deinem Leben, würdest du sagen, du bereust etwas? Ich finde, das ist nicht unbedingt die beste Formulierung, weil einen alles im Leben ja irgendwo zu dem macht, was man ist. Trotzdem würde ich dich gerne fragen, ob es Dinge gibt, von denen du heute sagst, die hätte man jetzt im Nachhinein betrachtet nicht unbedingt machen müssen. Ja, da gibt es natürlich einiges, ne? Also früher habe ich mir diese Frage selber sehr oft gestellt oder auch oft gewünscht, dass man irgendwie mal die Zeit zurückdrehen kann, um den Fehler da auszubügeln. Aber wie du es selbst schon gesagt hast, also genau diese Fehler machen einen ja zu dem, der man ist.
wenn man es denn dann noch überhaupt Fehler nennen kann. Also einen Fehler zu machen und ihn nicht zu korrigieren, ist das heißt einen Fehler machen, so sagt man ja so schön. Ja. Und so sehe ich das auch. Ne? Also ich habe aus den Dingen gelernt und ich weiß, was ich nicht mehr tun würde. Und bin aber auch froh drum, sie gelernt zu haben. Also in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht auf jeden Fall. Mhm. Ja. Lassen wir genauso stehen. War, wie gesagt, meine letzte Frage für heute. Wir haben aber noch ein paar Zuschauerfragen, denen wir uns widmen müssen. 8 Stück an der Zahl habe ich rausgesucht und die darfst du gerne auch so ausführlich, wie du möchtest, beantworten. Ich fange an mit Frage Nummer 1. Was sind deine liebsten Martial Arts Filme und haben dich davon welche geprägt, damals Shaolin werden zu wollen? Boah, ja, es gab einige Filme, die ich damals wirklich rauf und runter geguckt habe. Unter anderem war da Bloodsport dabei. Mhm. Dann, Van Damme, Van Damme, genau. heute würde ich zwar sagen, okay, gucke ich mir nicht mehr an, aber es hat einfach noch so einen nostalgischen Effekt. Muss man einfach gesehen haben. Ja. Dann gab es Bruce Lee, der Mann mit der Tigerkralle, ganz klassisch, wo er auf dieser Insel ist und es dann dieses Turnier gab. Bei Jackie Chan gab es einen Film, da hat der, ich glaube, Wooden Man wurde der übersetzt. Oder ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Titel auch hat. Mhm. Da wurde irgendwie seine Familie, meine ich, umgebracht und er ist dann auch in Shaolin-Tempel gegangen und hat dort gelernt. Und es gab einen Meister, der da im Kerker war und dem hat er mal Essen gebracht und von dem hat er dann geheime, brutale Techniken irgendwie gelernt und hat dann nachher gegen eine Frau gekämpft und verloren und sie hat ihm halt dann diesen weichen Weg gezeigt. Also so einen weichen Kampfstil und das war halt auch eine Nonne und sie hat gesagt, eben dieser innere Weg, der Weg der Mitte und so weiter und so fort. Und die drei Filme habe ich auf jeden Fall rauf und runter geguckt. Genau, die fand ich irgendwie genial. Also, ja. Was sagst du zu diesen Ip Man-Film? Finde ich als Film auch ganz cool. Zumindest den ersten Teil und dann, ich glaube, ich habe auch nicht alle gesehen, muss ich sagen. Ja. Also den zweiten habe ich auf jeden Fall noch gesehen. Da kämpft er, glaube ich, gegen einen Boxer irgendwie. Und an alles andere kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Also die Szenerie finde ich gut, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es realistische Filme sind. Aber an sich die Story dahinter finde ich auch sehr gut. Frage Nummer 2. Warst du auch schon mal gezwungen, deine Kampfkunst im echten Leben einsetzen zu müssen? Ich finde das so spannend. Das fragen viele wahrscheinlich, oder? Gefühl, ja, ohne Scheiß. Das sind so 90% der Leute, die sowas fragen, wo ich mich immer frage, warum interessiert das Leute? Also mich interessiert zum Beispiel nicht, ob du dich schon mal geprügelt hast oder nicht. Ja, ist es nicht auch genau das, was man irgendwie so lernt, wenn man Kampfkunst ausübt, dass man es nicht macht und auch einfach auf eine andere Art und Weise klären kann? Ja, so sollte man zumindest lernen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ursprungsgedanke. So bin ich tatsächlich auch mit dem Kampfsport in Berührung gekommen. Also mein erster Lehrer damals, der hat auch immer gesagt, wenn es mal Ärger gibt, sagt dem anderen, dass ihr Kung Fu macht und dass ihr euch nicht prügeln wollt. Ja. Und ich finde diese Idee dahinter super schön. Es ist natürlich tatsächlich heutzutage echt schwierig geworden, muss man auch sagen. Also die Gesellschaft hat sich ja verändert. Der Umgang mit Gewalt hat sich extrem verändert. Durch unter anderem auch durchs MMA, muss man ja sagen. Ja. Beziehungsweise der Umgang damit. Ne? Also du findest ja überall irgendwelche krassen Videos von dicken K.O.s oder wie der eine bei dem anderen auf der Brust sitzt und ins Gesicht schlägt und keine Ahnung was. Das sind halt Bilder, was auch junge Leute sehen, die ich in dem Alter noch nie gesehen habe. Ne? Also das sind natürlich ganz, ganz andere Welten, in denen wir uns aktuell bewegen. Dementsprechend ist die Aggressivität auch einfach viel, viel höher geworden, finde ich. Beziehungsweise diese Hemmschwelle, aggressiv zu sein oder Gewalt anzuwenden, ist natürlich einfach eine ganz andere, ne? Mhm. um auf die Frage zurückzukommen, es gibt Momente, wo man nicht alles mit Worten regeln kann. Mhm. Und wie ist dein Einsatz in dem Moment? Ist dann schon eher, dass du sagst,
ich verteidige mich bloß, weil ich könnte dem jetzt schon richtig, richtig wehtun und das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja. Es kommt natürlich auf die Situation an. Es kam auch schon mal dazu, dass mir jemand ein Messer quasi vors Gesicht gehalten hat. Ja. Und dann überlegt man nicht, ob man dem anderen jetzt gerade wehtun würde oder nicht. Ne? Dann ja, klar. Willst du gucken, dass du für dich klar aus der Nummer rauskommst. Und so sehe ich das dann auch. Vor allem macht es auch nochmal einen Unterschied, ob man alleine ist, ob der andere alleine ist. Hat man eventuell noch jemanden dabei, Familie, Freunde, was auch immer, klar, die man eventuell beschützen muss. Ne? Das sind alles so Faktoren. Also ich bin froh um jeden, um jede Prügelei, die ich vermeiden kann, um jeden Ärger, den ich aus dem Weg gehen kann. Und wenn ich aber tatsächlich Angst irgendwie um mich oder um meine Nächsten habe, dann ja, tue ich, was ich tun kann. Okay, lassen wir auch so stehen. Nächste Frage. Was hast du aus der Shaolin-Zeit beibehalten und was hast du komplett ad acta gelegt? Was habe ich beibehalten? Ich würde sagen, ist eine schwierige Frage. Mhm. Ich hätte jetzt in erster Instanz gesagt, die Disziplin vielleicht habe ich beibehalten, wobei ich sagen muss, die hatte ich vorher schon, sonst hätte ich diesen Weg überhaupt gar nicht eingeschlagen oder so durchgezogen. Also mir wurde ja keine Disziplin antrainiert oder angeeignet, sondern sie war von vornherein da. Die hat mich also die ganze Zeit begleitet. Aber auf jeden Fall ein positiver Umgang mit Menschen. Also der ist mir deutlich wichtiger geworden, als er vorher war. Ich habe tatsächlich immer gedacht, man könnte alleine alles schaffen und jeder ist sich selbst der Nächste und so weiter und so fort. Aber wir wachsen ja auch einfach nur dadurch, dass wir uns mit anderen Leuten austauschen. Und dieses friedliche Miteinander und voneinander lernen, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig und ich glaube, das habe ich definitiv da mitgenommen. Was ich ad acta gelegt habe, ist das Zölibat. Und auch dieser Schwarz- und Weiß-Gedanke. Ne? Also nicht alles, was damals vorgeschrieben wurde, was schlecht ist, ist halt wirklich schlecht und nicht alles, was gut ist, ist wirklich gut. Und man kann auch nicht seine schlechten Taten damit irgendwie rechtfertigen, indem man den Glauben davor schiebt. Also was mir zum Beispiel widerfahren ist oder beziehungsweise was ich mitbekommen habe, dass Leute schlecht gehandelt haben, ganz bewusst anderen Leuten Schaden zugefügt haben und es damit argumentiert haben, dass es ja dann deren Karma war, dieses Leid zu erfahren. Und das ist für mich so die schlechteste Begründung ever. Also wenn ich ein Arschloch bin und sage dann, ja, er hat es wohl verdient, dass ich zu ihm Arschloch war. Ja. Das ist, da kannst du dann irgendwann so alles irgendwie argumentieren. Ja, eben. Und das ist überhaupt nicht meine Art und Weise. Und deswegen habe ich mich auch tatsächlich von diesem Wort Buddhismus einfach so distanziert. Ne? Also das hatte ich ja zu Anfang gesagt mit der Religion. Mhm. Dass ich mich deswegen damit nicht identifizieren möchte. Genau. Gut, nächste Frage. Was hältst du von Social Media und dem Drang, sich ständig dort präsentieren zu müssen? Das ist eine witzige Frage. Ich habe vor, ich glaube, 8 oder 9 Monaten mir ein Instagram-Profil gemacht. Mhm. Bis dahin hatte ich damit nicht wirklich was zu tun, weil ich es für unnötig halte und auch ein bisschen für schade tatsächlich, weil vieles einfach in eine falsche Richtung läuft. Also jeder will ja einfach nur besser sein als der davor oder als der danach oder wie auch immer. Also man will auch immer irgendwas darstellen, was man nicht ist. Und das finde ich total schade. Also irgendwie kann man ja oder sollte man ja dafür gemocht werden, wer man wirklich ist und was man tut. Hm. Und nicht dafür, dass man irgendwas darstellt, was man gar nicht ist oder auch gar nicht sein möchte. Und ich persönlich habe einfach gemerkt, dass ich über diese Kanäle wie Instagram, YouTube einfach Leute erreiche oder Leute erreichen kann, die halt niemals zu mir kommen könnten. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, diesen Leuten eben trotzdem was mit auf den Weg zu geben, sei es
irgendwie Motivation überhaupt Sport zu machen oder Trainingstipps, Ernährungstipps, was auch immer, ja. Also ich habe die Möglichkeit, irgendwas Positives in deren Leben zu bewirken und deswegen nutze ich diese Kanäle. Wenn ich diese Möglichkeit nicht hätte, damit irgendwas Positives rauszuholen, würde ich es auch nicht machen, muss ich ganz klar sagen. Also mich interessiert diese Scheinwelt tatsächlich nicht. Und heute Morgen hatte ich zum Beispiel einen Schüler bei mir beim Training, der gesagt hat, hey, ist ja voll geil, dass du bei Gannikus im Podcast bist und ich habe mir das früher mal angeguckt und es tut mir leid, aber ja. Ich muss dann erstmal fragen, wer ihr seid. Also ja. Beziehungsweise nachdem du mich angeschrieben hast, habe ich auch erstmal geguckt, weil ich davon überhaupt, ich habe keine Ahnung. Also ja. ich bin da komplett raus, ich war zwar auch mal auf der FIBO, und aber das ist für mich alles viel zu weit weg. Also ja. Ich habe mich da einfach nie mit auseinandergesetzt, sagen wir es so. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass mich das Thema Sport oder Fitness nicht interessiert. Aber gerade bei YouTube oder auch Instagram ist es ja so viel. Also jeder hat ja mittlerweile irgendwas zu präsentieren oder mitzuteilen. Du wirst ja vollgeballert mit allem. Klar. Und da wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, wenn ich nicht jemand Konkretes hätte, nach dem ich suchen möchte, was ich mir überhaupt angucken will. So, also ich finde gut, was man damit machen kann, wie gesagt, also wenn man irgendwas vermitteln möchte, es gibt ja auch Lehrvideos für keine Ahnung was, ne? Also meine Freundin zum Beispiel studiert, die guckt sich dann auf YouTube Videos an, wie sie dieses und jenes besser machen kann, hat ja auch wieder einen positiven Effekt, ansonsten dieses selbst extrem gut dastehen lassen oder irgendwas zu präsentieren eben, was man gar nicht so ist, finde ich schade, dass die Leute darauf so viel Wert legen, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ja. Nächste Frage. Welche Supplements benutzt du? In erster Linie ist es eigentlich immer ein gutes Eiweiß. Kreatin nutze ich und dann kommen halt noch Sachen wie Omega-3-Kapseln, Zink, Magnesium dazu und Vitamin D. Oder beziehungsweise D3 und K2, das ist so ein Komplex. Das sind eigentlich so die Klassiker. Ich habe auch noch so einen Kohlenhydrat, Kreatin, Aminosäuren-Mix. Den trinke ich meistens während des Trainings. Und ja, das war's eigentlich. Die Basics. Die Basics, genau. Ja. Also Booster zum Beispiel nehme ich nicht. Keine Ahnung, ich trinke morgens meinen Kaffee. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er mich wach macht, aber ich trinke ihn einfach gerne. Und ansonsten habe ich nicht das Gefühl, andere Dinge zu brauchen. Also ich behaupte mal, ich bin leistungsfähig im Sport und das ist alles, was für mich zählt. Also ein Eiweiß, Kreatin sind halt irgendwie täglich mit drin, genauso wie die Vitamine. Und ja, dieses Mixprodukt gibt es halt dann während des Trainings. Mhm. Genau. Frage Nummer 6. Hast du schon mal schwerere Verletzungen davon getragen? Also ich erinnere mich da an eine Szene aus der Doku wieder, als du mit der Schulter zu kämpfen hattest. Hat sich da rausgestellt, dass es was Schlimmeres ist? Und wie war es allgemein? Ist jetzt die Frage, was genau mit schlimmer gemeint ist. Es ist nie so schlimm gewesen, dass ich nicht trainieren konnte. Also irgendwas okay. kann man ja immer machen. Ne? Ich hatte die Schulter verletzt. Durch ein Übertraining einfach, also ich war überreizt, mir war es im Endeffekt nicht und dann habe ich halt durch diese ganzen Schlagübungen halt immer wieder einen Reiz gesetzt und irgendwann war es halt mal zu viel. So, dann habe ich ein bisschen damit runtergefahren, habe weniger Schlagübungen gemacht, auch kein Krafttraining dann und dann war das im Grunde schon wieder ganz okay. Ansonsten, ja, ich hatte mal irgendwie das Handgelenk gebrochen, Rippen gebrochen, Zehen gebrochen. Klassiker für Kampfsportler halt. Klar. Irgendwie. Aber ich hatte sonst tatsächlich nie irgendwas Schlimmes. Das Einzige, was sich mal richtig kacke angefühlt hat, war eine Stauchung in der Lendenwirbelsäule. Ah, okay. Das war nicht so geil. Da bin ich bei... Was war denn das? Ach genau, ich habe morgens früh trainiert und ich kam irgendwie auf die grandiose Idee, in völlig verpenntem Zustand maximales Gewicht zu bewegen und das hat schon nicht so gut funktioniert und dann dachte ich, okay, nehme ich mir eine andere Übung und mache es da noch schlimmer. ja, und bin dann irgendwie mit dem Gewicht abgerutscht und habe einfach die Spannung im Rumpf verloren
Und dann hat es mich so ein bisschen zusammengedrückt und ich hatte erstmal volles Kribbeln im Bein und bin deswegen dann auch ins Krankenhaus, einfach um das checken zu lassen, ob da vielleicht irgendwas ist, Bandscheibenvorfall oder so, weiß man ja nicht. Neurologisch hört sich schon doof an, ja. Genau. Und ja, im Endeffekt war es halt eine Stauchung. Ich habe dann ein bisschen Pause gemacht und dann war das auch wieder okay. Das einzig Blöde, was ich mal hatte, ich hatte vor, ich glaube, 3 Jahre jetzt her, beim MMA einen richtig miesen K.O. Okay. Also, das, ja, warum man nicht weiter drauf eingehen, also es war kein richtiger Kampf, die Glocke hat geschlagen und ich war eigentlich schon weg vom Fenster. Okay. Und ich kann mich auch an fast nichts mehr von diesem Tag erinnern, also der ist wirklich wie ausgeblendet. Alles, was ich noch weiß, habe ich auf dem Video gesehen. Ja, aber auch davon habe ich mich erholt. Also das sind so die schlimmsten Sachen. Ich war jetzt sonst nie großartig verletzt. Ich musste nie operiert werden und sieht auch nicht so aus, als wenn ich es in naher Zukunft werden würde. Deswegen würde ich mal sagen, ist alles im grünen Bereich. Okay. Welche Kampfsportarten machst du am liebsten? MMA bietet schließlich Stand und Boden. Wo fühlst du dich wohler? Naja, ich komme aus dem Stand-Up. Also ich habe mit dem Kung-Fu und Kickboxen relativ zeitgleich angefangen, beziehungsweise meinen ersten Kickbox-Wettkampf hatte ich im Alter von, ich glaube, 12. Dementsprechend ist Stand-Up natürlich, ja, da fühle ich mich einfach wohl. Mit Bodenkampf habe ich vor, ich weiß gerade gar nicht genau, vor 5 Jahren oder so angefangen, meine ich zumindest, aber eher sporadisch und nachdem ich halt wirklich diese Wettkampfambitionen fürs MMA entwickelt habe, habe ich eben auch angefangen, da mehr zu machen und mache das jetzt auch regelmäßig, also weil es einfach dazugehört. Wobei ich sagen muss, der Übergang gefällt mir noch besser. Also dieses Ringen, da habe ich richtig Bock drauf. Ringen, Clinchen beim MMA, das macht mir Spaß. Das ist schon geil, wenn du dann irgendwie den anderen darüber kontrollieren kannst, einfach wie du ihn gerade hältst, von da aus dann noch irgendwelche Schläge setzt und ihn dann voll in die Matte wirfst. Das macht auf jeden Fall am meisten Spaß. Was sind sportlich und privat deine weiteren Ziele im Leben? Fragt hier noch jemand. Sportlich möchte ich gerne im nächsten Jahr auf jeden Fall 2 bis 3 MMA-Kämpfe wieder machen. Das ist ja jetzt aufgrund dieser Corona-Situation alles so ein bisschen blöd gelaufen auch. Sind viele Sachen ausgefallen. Das ist also für nächstes Jahr ein Ziel, ein kurzfristiges Ziel. Langfristig möchte ich natürlich einfach den Sport weiter betreiben. Ich möchte weiter fit und gesund bleiben und wenn es möglich ist, natürlich noch fitter und noch stärker werden. Das ist natürlich immer das Ziel. Ja. Privat möchte ich gerne einfach meine Schule, mein Studio noch weiter vergrößern. Also jetzt nicht räumlich, sondern einfach, ich hätte gerne noch mehr Leute, die das Angebot von uns nutzen und ich hätte gerne noch ein größeres Trainerteam hinter mir, mit denen ich gemeinsam einfach daran arbeiten kann, das Ding noch mehr nach vorne zu bringen, wachsen zu lassen und dann eben noch mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, diesen Sport bei uns auszuüben. Gut, das war auch tatsächlich die letzte Zuschauerfrage für heute, aber ich übergebe gerne nochmal an dich für ein paar ausleitende Worte. Willst du zum Abschluss noch was loswerden an die Zuschauer und Zuhörer? Im Zweifel kannst du jetzt nochmal die Werbetrommel rühren für dein Gym und deine Social-Media-Kanäle. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne vorbeikommen. Ich bin in Wuppertal-Vorwinkel. Derken 5 ist die Adresse, da ist mein Studio. Wer also mal in der Nähe ist oder auch in der Nähe wohnt, kann gerne vorbeikommen, Training ausprobieren. Meine Kanäle bei YouTube, Julian Jacobi, bei Instagram genauso, werdet ihr mich relativ schnell finden, denke ich. Ansonsten vielen Dank für die Einladung nochmal, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne. Und auch vielen Dank an eure Fragen. Also es freut mich, dass immer noch Interesse daran besteht, da irgendwas von mir zu hören, zu erfahren. Und ansonsten, falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir die auch gerne nochmal irgendwo schreiben und ich beantworte die gerne, falls hier jetzt irgendwelche Fragen aufgetaucht sind oder einfach nicht so beantwortet worden sind, wie ihr es gerne hättet, dann schreibt mir doch gerne nochmal. Okay, Freunde, ihr habt es gehört. Wenn ihr noch mehr Einblicke bekommen wollt, dann folgt Julian auf Instagram und auf YouTube oder kommt im Gym vorbei. Wir wären damit am Ende angekommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal für deine Zeit, Julian. Hat mich wirklich gefreut, dass du hier am Samstagmittag am Start warst. Ja, hat mich auch gefreut. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns nochmal.
Ja, sehr gerne. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts. Vielen Dank auch an euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen bzw. hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.